Pause. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter unserer Sponsoren, liebe Alumni, liebe Freundinnen und Freunde des Teams, liebe Familien des Teams und auch alle, die heute im Livestream dabei sind, es freut mich sehr, Sie zum diesjährigen Rollout von TU Wien Racing begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marco Partl, ich bin dieses Jahr Sponsorship-Leiter bei TU Wien Racing und ich weiß nicht, vielleicht können sich noch einige von Ihnen erinnern, ich habe letztes Jahr schon diese Präsentation halten dürfen. Und es freut mich sehr, dieses Jahr wieder da zu stehen und es freut mich auch, in so viele bekannte Gesichter zu sehen, so viele, die ich letztes Jahr schon gesehen habe bei dieser Präsentation. Was mich aber noch mehr freut, ist, in so viele unbekannte Gesichter zu sehen, so viele Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Neue Sponsoren, neue Familienmitglieder, neue Mitglieder. Man sieht wirklich, das Team verändert sich jedes Jahr, das Team wächst jedes Jahr. Auch diese Veranstaltung ist noch einmal gewachsen im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben dieses Jahr knapp 250 Besucherinnen und Besucher. Also vielen Dank, dass Sie heute alle da sind, um das Rollout des Edge 14 unseres neuen Autos gemeinsam zu feiern. Ich sehe, es ist Ihnen, es gibt da hinten noch einige, die gerne stehen. Die erste Reihe ist frei, ich beiße nicht. Das heißt, Sie können gerne noch kommen, wenn Sie aber lieber stehen und Ihr Bier genießen wollen oder es ist Ihnen zu dunkel hier, ist das auch kein Problem. Aber ich sage Ihnen, die besten Plätze sind noch frei. Ja, worum geht es heute? Ich glaube, Sie wissen es alle, es geht heute um die Enthüllung des Edge 14. Das Auto, das hier schon steht. Ich glaube, die Umrisse sieht man schon ein bisschen. Die sich mit Formel Student Autos auskennen, können vielleicht schon einige Details erkennen. Aber genauso wie wir weit über ein halbes Jahr lang hart arbeiten mussten, bevor wir den Edge 14 sehen konnten, müssen Sie sich jetzt auch ein wenig gedulden. Aber ich verspreche Ihnen, es wird nicht langweilig. Wir haben ein tolles Programm vorbereitet. Wir haben spannende Interviews mit Sponsorinnen und Sponsoren. Wir haben tolle Interviews mit unseren Mitgliedern und natürlich auch einige Einblicke in die Arbeit des Teams und in die laufende Saison für Sie vorbereitet. Bevor wir aber auf die Saison des Edge 14 schauen, möchte ich einen Blick zurückgehen auf die Saison des Edge 13, die Saison des vergangenen Jahres. Wie das alles gewesen ist mit der Fertigung, wir hatten damals ein komplett neues Konzept ausgearbeitet. Es war ein komplett neues Auto. Der Umstieg auf Allradantrieb war sehr herausfordernd, hat ein komplett neues Auto gefordert. Die Fertigung war sehr herausfordernd. Diese ganzen Geschichten habe ich letztes Jahr schon erzählt. Was ich aber nicht erzählen konnte, ist, wie es dann im Sommer gelaufen ist. In der Formula Student im Sommer, das sind die Bewerbe, das ist die spannendste Zeit. Das ist die Zeit, wo wir eigentlich den halben Sommer lang nur irgendwo campen und mit kaum Schlaf und unter lauter Musik unserer Campingnachbarn versuchen, irgendwie das Auto zum Laufen zu bekommen, damit es dann auf den Bewerben gut fährt. Wo waren wir denn letztes Jahr? Wir haben unsere Saison gestartet in FS Austria, in unserem Heimbewerb am Red Bull Ring. Tolles Event, wir hatten Sponsoren zu Besuch, das war wirklich unser Heimat-Event immer ganz besondere Sache. Wir sind weitergegangen zum größten, prestigeträchtigsten Bewerb in der Formula Student in Europa, meiner Meinung nach auch weltweit, in FSG, also Germany am Hockenheimring. Okay, wir haben möglicherweise technische Schwierigkeiten. Es ist mir, also ich kann mir vorstellen, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass das passiert. Bitte entschuldigen Sie. Ja, Technik, das ist auch für TUler teilweise zu hoch. Oder FH Technikum eigentlich, muss ich sagen. So, wo war ich? FS Germany, prestigeträchtigster Bewerb. Und, wie schon das Jahr davor, konnten wir dieses Jahr, oder 2022 im Sommer,
Unsere Wettbewerbssaison zum ersten Mal im ersten offiziellen Bewerb in Kroatien in FS Alpe Adria beenden. Ein sehr erfolgreiches Bewerb, sehr erfolgreicher Bewerb. Und ich könnte Ihnen jetzt erzählen, was den ganzen Sommer passiert ist. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Ich verspreche Ihnen, die Hälfte würden Sie mir nicht glauben und die andere Hälfte wollen Sie gar nicht wissen. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, es ist besser, wenn wir Ihnen das in ein paar Bildern zeigen und deswegen das Video, was schon ein bisschen angeteasert wurde, hier das Season Recap Video von 2022. Ich hoffe, Sie haben die Bilder jetzt ein bisschen genossen, Sie haben einen kleinen Einblick gehabt. Sie haben vor allem sicher ganz viele lachende Gesichter gesehen. Und warum haben Sie so viele lachende Gesichter gesehen? Weil die Wettbewerbssaison des Edge13 eine der erfolgreichsten Saisonen in der Teamgeschichte war. Wir haben sehr viele Preise holen können. Wir wurden für verschiedenste Sachen ausgezeichnet. Und ja, allen voran fängt man natürlich mit dem ersten Platz an. Und zwar haben wir den ersten Platz beim Engineering Design in FS Alpe Adria holen können und vor allem den ersten Platz in einem dynamischen Bewerb in der Geschichte des Teams für den Acceleration-Bewerb in FS Alpe Adria, also auch in Kroatien. Das war wirklich eine Top-Leistung und dafür bitte einen Applaus. Auf Formula Student Bewerben werden aber nicht nur die normalen Disziplinen ausgezeichnet, sondern auch Special Awards, die von Unternehmen ausgeschrieben werden und die Leistung eines Teams in einem bestimmten Bereich bewerten. Dieses Jahr waren wir in Österreich bei den FSA sehr erfolgreich bei diesen Special Awards und konnten gleich zwei erste Plätze absahnen, und zwar für den Best Use of Composite Award und für den Efficiency Excellence Award, das steht jetzt falsch auf der Folie, für den Efficiency Excellence Award, beides in FS Austria. Auch bitte dafür einen tollen Applaus. Sie haben gesehen, zwei erste Plätze in FS Alpe Adria. Ich habe in der Forschung gesagt, FS Alpe Adria, ein sehr erfolgreiches Event für uns. So erfolgreich, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal seit 7 Jahren einen dritten Platz in der Gesamtwertung erreichen konnten. Das bedeutet durchaus, durchwegs tolle Leistungen des ganzen Teams, und auch dafür bitte einen großen Applaus.
Dieser dritte Platz und auch die ganzen Leistungen des Teams davor und auch des Vorjahres, die zählen nämlich auch noch dazu, haben dazu geführt, dass wir dieses Jahr einen riesigen Sprung in der Weltrangliste gemacht haben. Und zwar sind wir aktuell auf einem erstaunlichen 22. Platz auf der Weltrangliste von insgesamt 279 Teams in der Elektrokategorie. Also ich glaube, das hat den allergrößten Applaus verdient. So, das war es jetzt einmal mit dem Blick zurück, zumindest mit dem Blick zurück vor einem Jahr. Jetzt machen wir einen Blick zurück noch sehr viele Jahre früher. Ganz genau, also nicht ganz genau, ungefähr 15 Jahre früher zu den Anfängen des Teams. Es gibt einen Sponsor, der uns von Anfang an begleitet hat. Einen Sponsor, der unsere Carbon-Technologie geprägt hat wie kein anderer, ohne den das Team nicht da wäre, wo es jetzt ist. Sie sind die Spezialisten für Carbon-Technologie im Motorsport und Raumfahrt. Und bitte einen großen Applaus für Herrn Florian Neumer von Peak Technology, der jetzt für ein Interview zu mir kommen möchte. Danke. Hallo, servus. Holst du ein Mikro? Mikro? Danke. Florian. Peak Technology, wir haben es gehört, ihr unterstützt schon seit 15 Jahren. Lustigerweise, das habe ich auch jetzt in der Vorbereitung des Interviews herausgefunden, Peak Technology gibt es erst seit 15 Jahren. Das heißt, das ist von Anfang an schon diese Kooperation da gewesen. Weißt du vielleicht noch, wie das damals zusammengekommen ist? Also persönlich weiß ich es nicht, weil ich bin selber erst 30 Jahre, ich war am Anfang noch nicht dabei. Aber ich kenne die Geschichte, also ich kenne die Geschichte von unserem Geschäftsführer und auch von unserem technischen Geschäftsführer. Unser technischer Geschäftsführer war dabei bei der Gründung vom TU Wien Racing Team, der war beim H1 involviert und hat halt Sponsoren gesucht. Und er war dann bei der Firma Kerbel Modellbau, der hat zu ihm gesagt, hey, da gibt es einen neuen am Markt, das ist der Dieter Gräbner aus der Nähe von Wels. Und da solltest du mal vorbeischauen, wenn du Laminatbauteile brauchst oder Kohlefaserbauteile. Aus dem ersten Kontakt hat sich gute Beziehung ergeben zwischen TU Wien Racing Team und Festanstellung für einen Matthias Lechner, der jetzt unser technischer Geschäftsführer ist. Okay, also einfach über verschiedene Kontakte zusammengekommen und ja, man sieht, was da jetzt rausgekommen ist. 15 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit, wirklich aufregend, sage ich mal, wie so etwas zustande kommen kann. Ja. Ihr bekommt ja sehr viel von uns mit, wie wir mit Carbon arbeiten. Wir sind oft bei euch, um Sachen zu autoklavieren. Es gibt auch Reviews von dem, was wir vorhaben. Wir zeigen euch das, wir fragen euch, was haltet ihr davon? Wie kann man die Qualität der Carbon-Technologie in der Formel Studien und ganz besonders natürlich bei uns im Team mit euren Standards und den Standards in der Industrie vergleichen? Ja, generell kann man sagen, dass die Standards sehr gut sind. Also ihr habt ein bisschen gelitten unter den verschiedenen Fertigungsmethoden, die ihr so ausprobiert habt. Also Nasslaminieren und so Infusion, RTM. Und natürlich sind da die ersten Schritte, die was man setzt, nicht sehr einfach. Aber im Großen und Ganzen habt ihr es sehr gut gemeistert. Im Vergleich zur Industrie kann man sagen, dass die Prozesskontrolle eher nachrangig ist. Also ja. Wir können in der Raumfahrt, müssen wir alles prüfen zu 100% und bei euch ist wichtig, dass das Ding hält und hält und schnell geht, vor allem schnell geht. Schnell ist, schnell leicht und sein. Schnell. Leicht und schnell, genau. Ja, klingt doch mal gut, denke ich. Ich denke, das ist ein Kompliment an alle, die bei uns mit Carbon arbeiten. Genau, ja. Chassis und Composite da hinten, die fühlt sich schon jetzt ziemlich. Du bist jetzt das erste wirklich unsere direkte Kontaktperson bei Peak Technology. Es gibt, glaube ich, keinen Sponsor, mit dem wir so eng zusammenarbeiten und mit dem wir so viel zu tun haben wie Peak Technology. Wie hast du es in diesem einen Jahr jetzt geschafft, die Mitglieder kennenzulernen? Wie gut hast du sie kennengelernt und das Team kennengelernt? Ja, es war eigentlich ziemlich einfach, durch das, dass eigentlich schon lange Kontakt bestanden hat. Ich habe einfach ein paar Kontaktpersonen bekommen von dem, der das vorher nebenbei gemanagt hat.
Und wir haben sie dann das erste Mal getroffen in der TU, da war so eine Jobmesse. Da haben wir dann in Kontakt gesucht, haben sie gleich gut verstanden. Und dann sind sie vorbeigekommen, habt das Fahrt, also das neue Fahrzeug vorbeigebracht. Ja. Das war ja ein wenig eine Challenge. Aber im Großen und Ganzen hat es super funktioniert und ich glaube, man hat auch die Begeisterung gesehen, wie es durch unsere Produktion gegangen seid oder wie ich die Teile gesagt habe, die wir machen, zum Beispiel die Lenkquellen für die Formel 1. Da hat man einfach gemerkt, der Antrieb ist dasselbe wie bei uns in der Firma im Motorsport. Okay, also wirklich eine Kooperation, die sein muss, könnte man fast sagen. Ja, genau. Ihr habt uns jetzt begleitet, 15 Jahre Teamgeschichte. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten. Letztes Jahr, wir haben es vorhin gesehen, die Latte wurde sehr hochgelegt für die Zukunft. Wir haben gezeigt, was wir können. Jetzt ist die Frage, was wünscht ihr euch, was wünschst du dir für unser Team? Was glaubst du, können wir alles noch erreichen? Ja, ich würde mir wünschen, vor allem für dieses Jahr, dass das Vollgas gibt. Also, dass aus die Plätze oder aus die Sachen vom letzten Jahr lernt. Ihr seid sehr mutig, muss man auch sagen, was das Design angeht und so weiter von den Bauteilen. Und wir hoffen natürlich, dass die besten Plätze macht, die es gibt. Cool. Ja, das hoffen wir auch. Und ich verspreche dir, wir werden alles geben, wir werden das Beste geben. Ja, vielen Dank für die tollen Infos, für die spannenden Worte. Ja, bitte alle zusammen nochmal einen großen Applaus für Florian Neumeier von Peak Technology. Danke. Danke, danke. Das Mikrofon gehe ich wieder rüber. So, ich verspreche Ihnen, das war es jetzt mit Blick zurück. Wir gehen jetzt in die Gegenwart. Und zwar mit einem Sponsor, der erst vor kurzer Zeit zu uns gekommen ist. Ich glaube, es ist wirklich unser jüngster Sponsor für den S14. Und trotzdem ist es eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, die meiner Meinung nach sich angebahnt hat, wenn man die Arbeitsbereiche ansieht von uns und von dem Sponsor, dann denkt man sich, ja, warum ist das nicht schon früher passiert? Sie sind das größte Motorenwerk der BMW Group, auch in Österreich, wie die Kollegen von Peak Technology. Und ich bitte Sie um einen tollen Applaus für Christopher Schuster von BMW Group Werk Steyr. Danke, danke. Schönen guten Abend. Christopher, es freut uns wirklich, das ganze Team sehr, euch jetzt da als neuen Platin-Sponsor im Team zu haben, in der Familie zu haben. Wie ist bei euch die Initiative entstanden und wie ist die Initiative entstanden, unser Team zu sponsern und was wünscht ihr euch für diese Kooperation? Die Frage ist schwierig zu beantworten, aber ich versuche es mal offen und ehrlich. Wird das aufgezeichnet? Ja. Ja. Gut. Ich darf bei uns am BMW-Standort in Steyr das Thema Aus- und Weiterbildung, aber auch Marketing und Recruiting betreuen. Und mein Chef, unser Werksleiter, hat mich natürlich auch gefragt, hey, wo findet man denn diese Menschen, die noch diese Passion für Automobil haben, weil die heutige Generation ja auch zu großen Stücken in Richtung weg vom Auto kommt natürlich. Und ich habe dann recherchiert mit meinem Team und wir sind relativ schnell auf den Gedanken gekommen, hey, Formula Student, dort arbeiten hochmotivierte junge Talente an Eigenentwicklungen vor allem. Und wir produzieren ja nicht nur Motoren bei BMW in Steyr, sondern wir haben auch ein riesengroßes Entwicklungszentrum, wo mittlerweile 700 Entwickler die E-Mobilität für die Zukunft entwickeln, für die gesamte BMW Group, also Made in Austria. Nicht wie ich, Made in Germany. Und, trotzdem willkommen hier. Danke, danke. Ja. Und so haben wir uns dann dafür entschieden, wir suchen uns einen coolen Partner. Wir suchen uns einen coolen Partner, der auch Ambitionen hat, der Ansprüche hat. Und BMW, ganz klar, hat natürlich auch den Anspruch, international oben zu stehen. Also ich habe auch für 22. Platz geklatscht, aber da geht mehr. Okay. Herausforderung angenommen. Genau. Aber auf jeden Fall ist für uns dieser Austausch zwischen jungen, motivierten Studenten gegen die Industrie, die wir betreiben, unheimlich spannend. Und da würden wir gerne einfach langfristig mit euch zusammenarbeiten. Ja, langfristig wird es hoffentlich auch. Ich denke, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, eine Kooperation, die sich angebahnt hat, die einfach so passt und ja, hoffentlich noch für viele Jahre weitergeht. Du hast es schon gesagt,
ihr entwickelt Elektromotoren. Wir sind jetzt auch gerade dabei, die neue Generation an Elektromotoren für unseren neuen Rennwagen zu entwickeln. Jetzt gibt es aber schon sehr viele Elektromotoren und eigentlich auch schon sehr lange. Wie wichtig ist es da noch in diesem Bereich zu forschen? Was kann man da alles noch finden? Sehr, sehr viel. Also was wir natürlich auch bei BMW in der Historie gelernt haben, ist, dass wir Dinge aufnehmen, Dinge annehmen und Dinge zur Perfektion optimieren und treiben. Und wir haben jetzt gerade erst mit der E-Mobilität angefangen. Und ich sage ganz ehrlich, natürlich bei uns vor 12 Jahren, i3, i8, das wird vielleicht der ein oder andere Begriff sein, haben wir versucht, Tesla auch ein Stück weit die Stirn zu bieten. Was man aber gemerkt hat, ist natürlich, dass wir deutlich intensiver einsteigen müssen. Und BMW ist ein Unternehmen, was sich sehr stark nach den Marktanforderungen richtet. Also wir entwickeln nicht die Fahrzeuge, die wir für richtig halten, sondern die, die der Markt von uns verlangt. Und jetzt mit dieser neuen E-Mobilitätswelle haben wir natürlich massiv Kapazitäten aufgebaut im Bereich E-Mobilität. Und Entwicklung ist das A und O eines jeden erfolgreichen Unternehmens, natürlich auch Forschung inbegriffen. Und dementsprechend sind wir ziemlich zuversichtlich, dass wenn wir weiter intensiv forschen, aus einem sehr, sehr reifen Produkt irgendwann einen evolutionären und revolutionären Schritt für die Antriebstechnologie der Zukunft schaffen. Und das ist das Gleiche wie bei euch, bloß nochmal vielleicht mit einer anderen Skalierung. Okay, ja. Ja, ist schön zu hören, dass unsere Entwicklung nicht umsonst ist und dass es da noch was zum Forschen gibt. Die Motorentwickler werden sich sehr freuen. Jetzt ist BMW einerseits in verschiedenen Rennserien, Motorsport-Rennserien vertreten, aber natürlich auch noch mehr für die Straßenfahrzeuge bekannt. Auch bei uns ist es so, wir bauen hier ein Rennauto, aber unsere Mitglieder und Alumni findet man später dann in allen möglichen Sparten der Industrie. Jetzt gibt es immer diese alte Frage, wie wichtig ist Innovation im Motorsport für die Entwicklung später im Straßenverkehr in der Automobilindustrie? Es ist die Basis. Es ist die Basis für die Serienfahrzeuge, weil nehmen wir mal das Beispiel DTM, was wahrscheinlich ein Begriff ist. Dort fahren wir mit Serienmotoren und Serienkomponenten natürlich hochgradig, hochgezüchtet auch am Ende des Tages logischerweise. Aber genau diese Erkenntnisse, die wir unter extremen Bedingungen bei extremer Präzision, die in der Fertigung erforderlich ist, auch an den Tag legen, lassen wir direkt in unsere Serienentwicklung und natürlich auch in unsere Serienproduktion einfließen. Also es hängt 1:1 zusammen. Da gibt es keinen A oder B. Gut, dann ist das einmal für alle, die sich diese Frage immer gestellt haben und sich gesagt haben, ja, ihr baut Serien- und Rennautos, die fahren ja nur im Kreis. Stimmt nicht, wir machen doch etwas Sinnvolles. So, also das muss ich jetzt möglicherweise auch ein bisschen aus privatem Interesse fragen. Du hast schon gesagt, Leiter der Aus- und Weiterbildung beim WRW Group Werk Steyr, gibt es irgendeinen Tipp oder irgendeine Technik, irgendetwas, das Sie machen sollten für alle Mitglieder, Alumni und vielleicht zukünftige Mitglieder und einfach Studierende hier, die irgendwann einmal in der Automobilindustrie sich durchsetzen wollen, möglicherweise sogar im Motorsport sich durchsetzen wollen. Was würdest du denen als Tipp sagen? Dass auf der einen Seite natürlich technische Entwicklung hochgradig wichtig ist, aber auf der anderen Seite, und das wird leider auch von vielen Unternehmen unterschätzt, nicht von der BMW Group, ist das Thema Entwicklung von Menschen das elementare Thema. Wir haben diese Philosophie des lebenslangen Lernen bei uns tatsächlich auch seit vielen Jahren schon etabliert. Und bei BMW arbeiten mittlerweile über 120.000 Menschen, die unheimlich hochgradig effizient auch arbeiten, aber nicht, weil wir sie bis zum Letzten auswürgen, sondern weil wir sie dahingehend immer wieder flexibler und anpassungsfähiger für die Zukunft qualifizieren. Und ich glaube, das Wichtigste in der Automobil-, aber auch in der Motorsportbranche ist das Thema Anpassungsfähigkeit und auch das Thema Flexibilität. Wir sehen es heute am Beispiel des BMW Group Werk Steyr sehr, sehr deutlich. Wir haben 45 Jahre lang Diesel- und Benzinmotoren entwickelt. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau und auch natürlich produziert. Jetzt kommt das Thema E-Mobilität, was dann ab 2025 auch in Steyr einziehen wird in der Produktion. Und man darf nicht unterschätzen, was es auch mit Menschen macht, auf einmal dieses bekannte Produkt, was so viele Jahrzehnte das Baby eines jeden Arbeiters und Entwicklers war, auf einmal von heute auf morgen verschwindet. Und da ist das Thema Anpassungsfähigkeit und Flexibilität mit dem Lernwille gemeinsam aus meiner Sicht nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg. Weil Sie wissen alle, wie Sie hier sitzen, hätten dieses Fahrzeug nicht entwickelt und gebaut und auf die Rennstrecke gebracht, wenn Sie
sich nicht permanent selber optimieren würden und permanent neu dazulernen würden. Also maximale Offenheit und Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind die Schlüssel aus meiner Perspektive. Okay, vielen Dank. Sie haben es hier zuerst gehört, jetzt wissen Sie Bescheid. Christopher, vielen Dank für das nette Gespräch und bitte von allen einen großen Applaus für Christopher Schuster vom BMW-Werksteuer. Danke. Ich habe es schon gesagt und ich muss das natürlich sagen als Sponsorship-Leiter bei Tailwind Racing, Sponsoren sind unglaublich wichtig für das Team. Ohne Sponsoren würde das Auto so dann nicht stehen. Aber es gibt noch eine Gruppe von Personen, die noch viel wichtiger sind für das Team. Und das sind logischerweise die ganzen Mitglieder. Ich würde jetzt am liebsten jedes einzelne Mitglied aufrufen, der zu mir bitten und ihm mein Mikro in die Hand drücken und einfach erzählen lassen. Alles erzählen lassen, was sie in der Zeit im Team erlebt haben, bei den Bewerben erlebt haben, bei der Fertigung erlebt haben. Es würde ein bisschen den Rahmen dieser Präsentation sprengen. Und deswegen bitte ich drei Personen hier zu mir auf die Bühne, die in Vertretung für ihren jeweiligen Bereich ihre Geschichten erzählen werden. Bitte einen großen Applaus für unsere organisatorische Leiterin Anna Sarkoni, unseren technischen Leiter für den elektrischen Bereich Markus Franter und unseren technischen Leiter für den mechanischen Bereich Peter Strinal. Ja, vielen Dank, dass ihr ein bisschen eure Erfahrungen teilen könnt und ja, ich hoffe, ihr seid nicht so nervös. Es geht. Es geht, sehr gut. Ihr habt wirklich sehr viel in dieses Auto gesteckt. So viel wie möglicherweise kaum ein anderes Mitglied und jetzt ist das Projekt erst einmal zu Ende. Ja, so gut wie zu Ende, es steht da, der H14 ist fertig. Wie fühlt es sich an, jetzt hier zu stehen und den H14 bald euren ganzen Familienfreunden, Sponsoren und Alumni vorstellen zu können? Anna, Peter. Ja, also, sorry, um vorzugreifen. Ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen surreal an, da zu stehen, zumindest vielleicht jetzt noch nicht, aber in der Halle gestern Abend zu sehen, das ganze Auto komplett fertig, foliert, wie es im CAD ausschaut. Man starrt quasi 6 Monate oder noch länger auf das CAD-Bild von dem Auto, das man baut. Es verändert sich, irgendwann ist es final, aber es ist halt immer nur im Computer. Und diesen Schritt quasi sozusagen in die Realität, natürlich geht es Schritt für Schritt voran, aber wenn es mal wirklich alles da ist wie im CAD und es schaut genauso aus, ist einfach unbeschreiblich, dieser Schritt quasi in die Realität. Ja, also ich fühle mich wie, als hätte ich ein zweites Mal Geburtstag heute. Es ist wirklich unfassbar. Man arbeitet seit September, Oktober jeden Tag an dem Auto, weiß nicht, was man am nächsten Tag machen soll, dass das Auto fertig wird. Und ja, also ich bin eigentlich sprachlos. Es ist wirklich einfach ja, ein geiles Gefühl, jetzt dazustehen und gleich dieses Tuch darunter zu nehmen und der Öffentlichkeit oder der Welt zu zeigen, was wir für ein Auto gebaut haben dieses Jahr. Sehr cool. Alles Gute singen wir dann später, okay? Ich kann mich auch nur dazu schließen und vielleicht noch sagen, dass wir auch sehr müde sind, aber das sollte man nicht sagen. Also. Okay. Kennst du danach dann schlafen, wenn der Edge fertig ist, also ganz fertig ist? Peter, wie jedes Jahr, logischerweise, musste am Anfang erstmal ein Konzept beschlossen werden. Ihr habt sich sicher viel dabei überlegt und es ist viel Arbeit reingeflossen, was man überhaupt in dieser Saison machen möchte. Kannst du uns sagen, was das Konzept des H14 war? Also wir sind im September da gesessen quasi, haben uns genau dieselbe Frage gestellt, was machen wir dieses Jahr beim Auto? Und es ist relativ schnell klar geworden, so im H13, also im letztjährigen Auto, haben wir ein sehr performantes Auto, das, wenn es will, sehr gut fährt. Problem ist, es will halt nicht so oft. Und ein paar Zuverlässigkeitsmarken, wenn man sie nennt, so nennen will. Und wir haben halt beschlossen, dass wir die zuerst angehen und alles andere danach. Also zuerst einmal die volle Performance vom H13 quasi zu unlocken, sagen wir mal so. Und alle extra Performance dann drauf. Aber nicht zu Kosten von Zuverlässigkeit. Also das war quasi der große Schritt in die Entwicklung, war
Zuverlässigkeit und früh fertigstellen. Okay. Jetzt habt ihr ein grundlegendes Konzept gehabt, aber irgendwie muss man trotzdem noch entscheiden, was soll jetzt konkret geändert werden, was soll an welchem Teil verbessert werden, was können wir verbessern. Markus, wie habt ihr das dann entschieden? Ja, es war eigentlich relativ einfach zu entscheiden, wo wir was ändern, weil wir einfach über die SO gesehen haben, wo unsere Schwächen sind am Auto. Und dann haben wir sich intern einmal zusammengesetzt, haben sich Ideen zusammengesucht, wie wir das machen wollen, was wir machen wollen, haben das zusammengeführt, in eine Präsentation gepackt und haben dann alle Alumnis von uns in einen Raum gestopft und die Ideen, was wir haben, präsentiert und mit denen darüber diskutiert, was wir machen oder ob das überhaupt einen Sinn macht. Und bei Schwierigkeiten, wo wir es gehabt haben, haben wir zum Beispiel auch Sponsoren gefragt, was wir da ändern können oder was sie für Ideen haben, was wir da ändern können. Und so sind wir dann eigentlich auf ein relativ gutes Konzept gekommen, wo wir sicher sein können, dass wir ein sehr zuverlässiges Auto am Ende des Tages da stehen haben werden. Okay, das heißt, ihr habt dann einmal einen Plan gehabt. Anna, du warst jetzt schon über 2 Jahre im Team. Warst letztes Jahr schon Sponsorship-Leiterin, bist mehr oder weniger meine Vorgängerin. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen hauptsächlich verbessern, wir wollen die Fehler ausmerzen. Hast du gemerkt, irgendwie, wie ihr dieses Jahr anders angegangen seid als das letzte Jahr? Ja, persönlich für mich war diese Saison anders als die letzte, weil ich schon eine Idee hatte, was auf mich erwartet. Und ich, wie in den technischen Modulen, wussten wir auch in den organisatorischen Modulen, was und wo wir uns verbessern sollen. Und jetzt war die Frage nicht mehr, was wir machen sollen, sondern wie wir es besser machen können und wie wir es optimieren können. Okay, also einen konkreten Plan gehabt für diese Saison. Es kann aber immer etwas passieren. Einige von Ihnen wissen es vielleicht schon. Wir sind Ende Dezember letzten Jahres in eine neue Halle umgezogen, von St. Marx zum Handelskay. Falls Sie noch nicht in dieser neuen Halle waren, ich empfehle Ihnen sehr, uns einmal zu besuchen. Können Sie natürlich mit der jeweiligen Kontaktperson im Team ausmachen. Es ist wirklich spannend zu sehen, wo wir arbeiten und wie wir arbeiten und mit was wir arbeiten. So ein Umzug von einem Racing-Team mit einer ganzen Werkstatt ist aber eine Mammutaufgabe für sich. Sowas kommt nicht einfach an der Saison vorbei. Wie, Anna, wie würdest du sagen, hat dieser Umzug einen Einfluss auf die Saison gehabt? Als wir es im Dezember gehört haben, dass wir uns plötzlich umziehen müssen, waren wir, glaube ich, alle so, ja, tja, das war's für den Zeitplan. Aber glücklicherweise ist es nicht so passiert. Ich hoffe, weil unser Zeitplan und unser ganzes Team so flexibel bleiben konnte, dass die Monofertigung sich nur eine Woche verspätet hat und wie sie es aussehen. Das Auto ist fertig geworden, also alles super. Und jetzt arbeiten wir in einer Halle, was wir eingerichtet haben und wie wir es einrichten wollten. Okay, ja. Also, wie gesagt, kommen Sie in die neue Halle besuchen. Wir haben es gemeistert, wir haben den Umzug gemeistert. Und auch wenn er noch ein bisschen im Progress ist, vielleicht irgendwann in nächster Zeit wird sie komplett fertig sein. Markus, du hast jetzt gesagt, oder ihr habt beide gesagt, das Ziel war, möglichst früh fertig zu werden, Fehler auszumerzen und dann bevor dem Bewerben noch möglichst viel Testzeit zu haben. Was wünschst du dir, was erhoffst du dir von der gewonnenen Testzeit jetzt für den Edge 14? Ja, ganz einfach. Es ist so, dass wir letztes Jahr eben gemerkt haben, dass wenn wir genug Testzeit haben, dass wir relativ viel Performance aus unserem Auto rausholen können. Und das wollen wir halt eben genau über diese Testtage oder Testzeit, was wir jetzt gewonnen haben, da wir so früh fertig sind mit dem Auto, einfach diese Testtage zu nutzen, um die bestmögliche Performance aus dem Auto rauszuholen. Zudem wollen wir natürlich die ganzen Simulationen, die wir über das Auto machen, sei es aerodynamisch, sei es mit der Suspension oder was ich noch, wollen wir einfach validieren und zu schauen, okay, ist unsere Analysen oder unsere Simulation überhaupt akkurat genug, um weitere Bauteile zu fertigen. Und eben diese Daten dann zu verwenden in den Statics, eben
die dann zu präsentieren und hoffentlich am Schluss des Tages besser als der S13 abzuschließen. Okay, du sagst besser als der S13 abzuschließen. Was sind die Ziele für diese Saison? Wir haben nach der Saison einmal grob geschaut, okay, wo haben wir uns eingereiht über die Saison hinweg, wo sind wir da im Durchschnitt gelandet. Und da war eigentlich ganz einfach das Ziel zu definieren, wir wollen in allen Bewerben in die Top 10 kommen, egal wo wir jetzt fahren, sei es Statics-Bewerbe, sei es dynamische Bewerbe. Wir wollen da unbedingt vorne mitfahren, die Leistung bringen, die wir einfach erwarten, dass wir sie bringen können. Zudem, weil es letztes Jahr nicht funktioniert hat, Driverless endlich zum Laufen zu bringen, da sind wir auch knapp davor, dass wir mal das Auto fahren lassen und da einfach auf Acceleration Skidpad sich zu konzentrieren, dass wir da auch an den Start gehen können und das Auto mal ohne Fahrer fahren zu lassen. Okay, also Sie haben es gehört, Ziele sind hoch gesteckt. Aber so sind auch die Erwartungen vom Team, von den Sponsoren, von den Alumni, von allen Mitgliedern, Familien, Freunden. Also ich hoffe, dass wir mit viel Arbeit der Techniker und dann im Endeffekt auch der Fahrer dann diese Ziele erreichen können. Peter, du warst jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Leiter im Team. Du bist letztes Jahr gemeinsam mit mir ins Team gekommen. Und hast direkt einen Sprung nach oben gemacht, auf die höchste Leitungsebene. Gab es irgendetwas, was du in dieser steilen Lernkurve erst lernen musstest oder lernen durftest? Also was ich lernen durfte oder gelernt habe, sagen wir so, ist, dass es sehr, sehr auszahlt, wenn man sich über potenzielle Fehler oder Problemquellen am Auto, sei es was man da konstruiert hat, Simulationen, irgendwas hier passt nicht, was hier könnte mit dem Zeitplan etwas nicht stimmen, weil das ist sehr tight, dass man sich vorab Gedanken darüber macht, Backup-Lösungen findet, Ausweichlösungen, wie man das sonst machen könnte, wenn das doch nicht eintrifft. Das hat alles dazu geführt, also diese Learnings haben dazu geführt, quasi sozusagen, dass das Auto wirklich jetzt gemäß Zeitplan hier steht, es keine Verspätungen oder keine groben Verspätungen gab und man wirklich mit unplanbaren Umständen, wie zum Beispiel dem Umzug, gut umgehen kann, obwohl das ein komplett unvorhersehbares Event quasi war, würde ich sagen, hat man das dann gemeistert. Okay. Ja, was du gelernt hast, kannst du jetzt sicher natürlich in deine Zukunft mitnehmen, wird dir sicher was gebracht haben. Markus, du bist natürlich so wie wir alle hier noch Student und es gibt aber kein Studium, wo man wirklich alles lernt, was man braucht, um so ein Elektroauto auf die Beine zu stellen, sei es jetzt rein elektrisch oder mechanisch genauso. Gibt es irgendetwas, wo du dich dieses Jahr erst reinarbeiten musstest oder in deiner Zeit im Team erst reinarbeiten musstest und wo du dein Fachwissen erweitern konntest? Auf jeden Fall, ja. Also wie ich ins Team gekommen bin, habe ich mir gedacht, so ja, wie schwer kann es schon sein, ein Auto zu bauen? Bin ziemlich schnell, also ich glaube, zwei Wochen später war ich gleich am ersten Testtag mit und habe mitbekommen, okay, was ist EMV? Dann habe ich mir mal am Kopf gegriffen und habe mir da mal einlesen müssen. Also es ist wirklich von Anfang an einfach eine tolle Erfahrung eigentlich, was man da erst lernen kann oder lernen will oder gezwungen wird, das zu lernen. Also ich habe mich schon sehr, sehr weitergebildet in allen Gebieten, sei es jetzt auch mechanisch. Ich habe Laminieren gelernt, ich habe... Ich habe so viele Sachen in dem Team gelernt, einfach weil man alles mitbekommt. Also sei es von den mechanischen Modulen, sei es wie man Sponsoren betreut, habe ich vorher auch nicht gemacht. Also ja, man bekommt einfach in diesem Team alles mit und ja, man kann nicht mal alles aufzählen, was man alles lernt in diesem Team. Okay, also deutlich mehr wert als jetzt ein Jahr früh mit dem Studium fertig zu werden, kann ich sagen. Auf jeden Fall. Anna. Wie wir haben schon gesagt, du bist meine Vorgängerin. Sie wissen es vielleicht, bei Tuvin Racing, es wechselt sich fast jede Leitungsposition jedes Jahr. Gibt es irgendeinen Tipp, den du deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin geben würdest von dem, was du jetzt bis jetzt gelernt hast? Ja, diese Frage kann ich mit der Frage selber beantworten. Wissensübergabe ist das Wichtigste. Also ich kann Ihnen sagen, was ich
mir auch immer sage und meinen Leuten auch immer sage, alles dokumentieren. Auch wenn es die unwichtigste E-Mail ist mit einem Sponsor, HubSpot dokumentieren, weil ich kann es euch garantieren, in einem Jahr sucht jemand die Mail. Und ja, es war eh unwichtig, findet niemand. Doch, also bitte alles dokumentieren und... Okay, ja, dann, wer auch immer es sein wird, jetzt weißt du Bescheid. Abschließend noch, so eine Saison hat immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, herausfordernde Zeiten und es gibt aber auch immer, wir haben es gehört, ihr habt immer viel gelernt und viel gelacht, möglicherweise mal geweint, weil das Teil nicht funktioniert hat. Könnt ihr mir sagen, was eure größte Herausforderung und euer schönster Moment von dieser Saison war? Dann beginne ich. Größte Herausforderung, denke ich, war, dass die Monofertigung wirklich trotz Umzug, weil die hätte genau im Umzug starten sollen und man ist dann konfrontiert mit, wo laminieren wir unser Mono? Wir haben keine Halle, wir haben auch in der neuen Halle noch keinen Platz dafür. Wie gehen wir das an? Verschiebt sich der Zeitplan jetzt komplett nach hinten oder was machen wir? Und dass wir dann quasi in der Woche, nachdem wir eingezogen sind, innerhalb von einer Woche zusammen mit dem Chassisleiter Elias einen neuen Laminierraum aufgebaut haben, das schön sauber gekriegt, dass man dort wirklich hochqualitative Carbonteile produzieren kann, hingekriegt, alles vorbereitet und im Endeffekt mit einer Woche Verspätung angefangen und den Zeitplan quasi eingehalten haben. Das war die größte Herausforderung, sagen wir mal so. Und der schönste Moment war dann wirklich, als das Mono fertig war. Kommt vielleicht halt daran auch, dass ich letztes Jahr im Chassis-Modul war. Da liegt einem quasi das Mono am Herzen, oder am meisten am Herzen. Aber ja, Mono Homecoming ist dann doch immer ein sehr schönes Event. Okay. Ja, bei den Herausforderungen kann ich mich einfach nur anschließen, den Zeitplan einzuhalten. Es kommen so viele Probleme auf einen zu, egal wo man ist, und die trotzdem irgendwie flexibel zu lösen und trotzdem rechtzeitig fertig zu werden. Der schönste Moment von der Saison, der kommt erst, wenn wir auf dem Podium stehen, in Austria und in Germany. Aber wo ich weiß, was mein schönster Moment in Teamgeschichte war, in meiner Teamgeschichte ist, war letztes Jahr in Germany nach der Endurance, die war jetzt nicht so gut, muss man sagen. Also wir sind hingetuckert wie ein Rasenmäher. Also ein Rasenmäher war schneller. Und wir sind nachher mit meinem Nachfolger, mit dem Christoph, bin ich dann im Akkuzelt gestanden und haben das Go bekommen, dass wir durch sind, durch das Post-Scrutiny. Ich finde, das war einfach der schönste Moment in der Teamgeschichte. Okay. Von mir aus. Sehr schön. Anna, was ist bei dir? Für mich war die größte Herausforderung, es zu lernen, wie man als eine Schnittstelle quasi zwischen den technischen und organisatorischen Modulen funktioniert und es versucht, alle Erwartungen zueinander zu kriegen. Ja, genau. Und mein schönster Moment war, auch wenn es sehr klischee ist, jetzt vor dem Rollout, als ich das fertig folierte Auto zum ersten Mal gesehen habe. Aber ja, die besten Momente kommen erst. Also. Ja, vielen Dank, ihr drei, für diese Einblicke, für eure Geschichten. Ich rate Ihnen jetzt im Anschluss dann auf die Präsentation noch mit all unseren Mitgliedern noch das Gespräch zu suchen. Sie wollen Ihnen alle Ihre Geschichten erzählen und Sie haben sehr viele Geschichten zu erzählen. Also sprechen Sie sie an, Sie freuen sich sicher. Und wenn es über ein Bier ist, dann freuen Sie sich vielleicht noch mehr. Ein großer Applaus nochmal für Anna Sarkony, Markus Franter und Peter Strunau. So, Sie haben es fast geschafft. Und ich glaube, es ist jetzt nochmal Zeit für ein paar Sneak Peeks, dass Sie mal ein bisschen was sehen von dem, was hier drunter ist. Ich könnte jetzt hingehen, ein bisschen was aufheben, aber das mache ich nicht. Das wäre zu viel. In dieses Auto sind tausende Stunden Arbeit geflossen. An diesem Auto haben wir tagelang, nächtelang gearbeitet und meiner Meinung nach ist es unmöglich, das irgendwie in irgendeiner Form zusammenzufassen. Wir haben es trotzdem versucht
und deswegen Bühne frei für das Production-Video vom Edge 14. Es gibt eine Person, die sich diesen Job hier zum zweiten Mal angetan hat, sage ich einmal. Die 98 Mitglieder aus 14 Modulen, aus drei komplett verschiedenen Bereichen zusammengetrieben hat und dafür gesorgt hat, dass sie stets an einem gemeinsamen Strang ziehen, und zwar an der Fertigung des Edge 14. Und deswegen einen Riesenapplaus für unsere Teamkapitänin Lisa Wittmeier. Dankeschön. Ja, wie letztes Jahr ist mir die Ehre zuteil geworden, heute wieder ein paar Worte zu sagen. Ja, ich werde mich kurz halten, aber natürlich muss man dem Ganzen ein bisschen Ehre zollen, dem Team sowohl als auch dem Auto. Also zurückgeblickt auf den Beginn des Edge 14 kann man eigentlich sagen, wir sind echt gut in die Saison gestartet. Was in der Formula Student nicht der Regelfall ist. Also dafür schon haben wir echt einen tollen Start gehabt, damit, dass wir die Basis gehabt haben, den Edge 13, mit tollen Erfolgen, aber wie wir gehört haben, doch noch Luft nach oben. Wir waren dann letzte Saison doch ein bisschen gebeutelt, sagen wir mal, durch einige Materialengpässe, Fertigungsengpässe. Aber im Endeffekt haben es natürlich geschafft und von unseren Erfolgen dann mit dem Edge 13 haben Sie alle heute schon gehört. Als dann im Jänner die Nachricht, die Veröffentlichung gekommen ist, der neuen Weltrangliste und wir dort auf einmal auf Platz 22 waren, habe ich es zuerst gar nicht glauben können, ehrlich gesagt. Also ich war ziemlich baff, dass es eine gute Saison war. Natürlich haben alle, die dabei waren, mitbekommen, aber irgendwie ist man doch so in dem Ganzen drin und hetzt von einem Wettbewerb zum nächsten, von einer Disziplin zur nächsten und oft auch von einem Problem zum nächsten, dass man es dann eigentlich gar nicht so mitkriegt, wie das große Ganze aussieht. Und umso verwunderter und stolzer war ich dann natürlich, dass wir es so weit geschafft haben und umso mehr treibt uns das alle natürlich heuer an, das nochmal zu toppen. Ähnlich kurzlebig, sage ich mal, war bis jetzt die Saison des Edge 14. Also es war vom Concept Review begonnen bis hin zu auf einmal im Dezember eben der Umzug am 22. und 23. Dezember, wo einige Studierende, wie Sie sich vorstellen können, nicht mehr unbedingt in Wien sein wollten, lieber zu ihren Familien heimfahren wollten. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, wirklich eine, ich weiß nicht mehr, wie viele genau wir waren, aber mehr als genug, um den Umzug irgendwie zu stemmen. Dann auf einmal waren schon die Rules Quizzes im Jänner, wo wir uns für die diesjährigen Wettbewerbe qualifizieren haben müssen.
auf einmal war auch schon der Zeitpunkt da, wo endlich alle Fertiger für alle Bauteile gefunden waren, bis zum Rolling Chassis dann, das natürlich gebührend gefeiert worden ist. Und irgendwie stehen wir jetzt, beziehungsweise sitzen, sind wir alle schon wieder hier heuer, wobei ja eigentlich gefühlt die Präsentation vom Vorgänger des Edge 14 ja, gefühlt vor ein paar Monaten erst war. Aber es ist doch viel Zeit vergangen, viele Stunden der Arbeit, harte Arbeit, viel Leidenschaft, wenig Schlaf natürlich auch oft, ist, ja, ist so unser ja, wie sagt man, unser Brot, unser täglich Brot. Und als Teammitglied ist es, also egal ob in der Leitung oder als Teammitglied in einem Modul, ist es leider wirklich oft so, dass man oft gar nicht mitbekommt, wenn Erfolge zu feiern sind. Es ist so ein kurzes, oh ja, jetzt sind wir da, jetzt stehen wir auf der Bühne, auf dem Podium, jetzt ist das Auto fertig, jetzt steht das Auto da. Aber irgendwie geht es dann immer sofort zum nächsten. Entweder zum nächsten Problem, zum nächsten Wettbewerb, irgendwas gibt es immer. Wie der Markus auch vorher schon gesagt hat, man weiß oft gar nicht, wo man anfangen soll und man läuft nur so von einem zum anderen. In der Formula Student ist es leider auch schwer vorherzusagen, wie es dann wirklich am Tag X ausschauen wird, ob das Auto all das bringt, was wir uns erhoffen und wofür wir arbeiten. Aber eines bin ich mir sicher und eines kann ich auf jeden Fall jedem hier auch versichern, ist, dass jeder in diesem Team auch alles dafür getan hat. Wir haben alle unser Bestes gegeben, damit wir wirklich die vergangene Saison nochmal toppen. Und ja, damit wir dann auch dieses Jahr noch größere, noch mehr Erfolge feiern können und die dann, hoffe ich für uns alle, beziehungsweise wünsche ich uns auch allen, dass wir die dann alle auch entsprechend auskosten können. Ja, und weil es sonst eh immer Schlag auf Schlag geht, egal ob bei uns im Team, genauso wahrscheinlich bei Ihnen in der Arbeit, im Studium, im Privatleben, es ist immer von einem zum anderen, hoffe ich, dass wir alle heute gemeinsam den Meilenstein der heurigen Saison wirklich feiern können, dass der Edge 14 hier steht. Und ja, sonst bleibt mir eigentlich nur noch ein großer Dank zu sagen, und zwar einerseits an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, egal ob in Form von Sponsoren, die uns Material geben, Fertigungsleistungen, Geld natürlich auch, bis hin zu natürlich Familie und Freunde, die ihre Liebsten wirklich, wirklich oft entbehren müssen für dieses Projekt hier und sie auch dabei noch unterstützen, dass man irgendwie zurechtkommt, damit sein Leben im Team mit dem Studium und dem Privatleben zu kombinieren. Dann natürlich auch allen Alumni, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn etwas gebraucht wird. Und natürlich auch allen, die die Reise des Edge 14 mit uns begonnen haben und heute vielleicht nicht mehr aktiv im Team sind. Ja, ist natürlich auch eine Wegbegleitung und ebenso ein großer Teil des Edge 14. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur mehr die Ehre überlassen, Ihnen das gesamte Team vorzustellen. Es sind wirklich viele, also bitte gedulden Sie sich. Ja, und dann würde ich starten, nämlich mit unserer Teamleitung, die Sie schon kennenlernen dürften, Anna Sacconi, Markus Franter und Peter Strünal. Unser Aerodynamics-Modul unter der Leitung von Michael Kirchberger sind Johannes Fugger, Jack Mais, Tobias Thaus, Niklas Brandner, Dominik Balaschko, Bernhard Fürweger, Philipp Pichler, Valentin Untersmeier und Hannes Menegus. Unsere Chassis- und Composite-Bereiche unter der Leitung von Elias Gammon mit Ali Ahmed, Ali Sudi, Thomas Felber, Pauline Flierl, Andreas Lindner, Severin Praxmarer, Markus Zahlner, Lukas Stelzer, Mariana Amaral-Mora, Nikolaus Krebs, Alex Lanschner, Philipp Schreiner und Alexander Zapka. Unser Suspension-Modul unter der Leitung von Aaron Lengert, Maximilian Kainz, Mustafa Kilic, Maximilian Messner, Gernot Peifuß, Simon Schönegger,
Thomas Strasser, Felix Weines, Manuel Weinhappel, Gerwin Neunteufel, Felix Reintaler und Tim Sauerbach. Sie sehen, es stehen da noch immer sehr viele. Unser Vehicle Dynamics Modul unter der Leitung von Leo Tockner, Karim El-Hareri, Valentino Lazarevic, Ognjen Lukic, Andrej Novic, Florian Pleiderer und Tobias Reidel. Unser Powertrain-Modul unter der Leitung von Raphael Fuchs-Robertin, Sebastian Götze, Franco Kekes, Jörn Klepsch, Moritz Pöchlauer, Christopher Stadler, Georg Stögerer, Bernhard Suppan, Dogan Karayagis, Bayan Hapaculun und Florian Führer. Unser liebes Electronics-Modul unter der Leitung von Alexander Kreimer, Christoph Adolf, Raul Andrasch, Robin Brandt, Lukas Brunner, Luca Bukua, Mohamed Sehan, Reinhard Hofmann und Paul Reichhold. Unser Accumulator-Modul unter der Leitung von Valentin Santol, Manuel Pozzatello und Benjamin Hackel und Jakob Riebler. Unser Driverless-Modul unter der Leitung von Simon Hutter sind Finn Benke, Marc Locker, Clemens Hacker, Lukas Kessler, Jakob Lackner, Stefania Sava, Kevin Siedak und Bendix Wenderhorst. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen. Wir danken natürlich auch unserem lieben Jakob für die IT-Leitung. Dann unser Sponsorship-Modul unter der Leitung von Marco Patl, Robin Doyle, Ishraq Elmi, Andreas Michalski, Ann-Christine Bromme und Gregor Smertnik. Unser Marketing-Modul unter der Leitung von Simon Briller sind Lukas Hertwig, Fabian Hörler, Johanna Lebet, Regina Origel, Patricia Reisinger und Florian Trausnick. Das Modul HR ist unter meiner Leitung mit Ahmed Abdelghani. Und last but not least, um unsere Finanzen kümmern sich Martin Maget und Simon Schmidthals. Sie sehen, in dieses Projekt sind sehr, sehr viele Menschen involviert, die hier ihre Freizeit eigentlich dafür aufopfern und immer motiviert dabei sind. Also mir bleibt eigentlich nur noch eines zu sagen oder zu schreien. We are one! 41! Was für ein Auto, glaube ich, kann ich sagen.
Ich bin selber noch nicht gewohnt, das zu sehen. Ich glaube, ich kann mich auch noch lange nicht satt sehen an diesem Auto. Ja, die Katze ist aus dem Sack, Sie haben es gesehen. Aber wir möchten uns nicht die Möglichkeit nehmen, Ihnen noch genauer zu erzählen, woran wir gearbeitet haben und ein bisschen technisch vorzustellen, was wir an diesem Auto geändert haben und was wir uns bei diesem Auto gedacht haben. Deswegen nochmal einen großen Applaus für unsere technischen Leiter Markus Franter und Peter Strinnerl, die uns das präsentieren werden. So, natürlich beginnt jedes Auto, wie auch der H14, mit dem Chassis, wo alle anderen Komponenten drangeschraubt werden. Dieses Jahr in ähnlicher Form zum letzten Jahr mit 8200 Newtonmeter pro Grad an Torsionssteifigkeit, was sehr hoch ist, wodurch unser Setup sich sehr gut an den Fahrer überträgt. Wir sind sehr stolz auf die sehr genaue Fertigung von unserem Monocoque mit einer maximalen Abweichung von 0,05 mm, das sind 500stel, das ist im Bereich einer Passung, das ist sehr wenig, aber die durchschnittlichen Abweichungen liegen bei nur 200stel mm, worauf wir sehr stolz sind, weil das zeigt einfach, dass unser Fertigungsprozess funktioniert, dass es sehr genau ist, sehr wiederholbar und alle Kinematikanbindungspunkte genau dort sind, wo sie sind, all das in einem Gewicht von 22 Kilo, was sich sehen lassen kann, sage ich mal so. Der Bereich, wo sich bei unserem Auto am meisten getan hat im Vergleich zum Vorgänger, ist das Aerodynamikpaket. Durch zahlreiche Simulationen, unter anderem am Vienna Scientific Cluster, haben wir es geschafft, unser Aerodynamikmodul hat es geschafft, nochmal 8% mehr Downforce rauszuholen, ohne auch nur einen einzigen Prozentpunkt an mehr Luftwiderstand. All das während unsere Wake Control, also wie unser Reifen verwirbelte Luft produziert, besser in den Griff zu kriegen, um da noch mehr Effizienz rauszuholen. In Zusammenhang mit unserem DRS oder Drag Reduction System, wo unser Heckflügel öffnen kann, um noch einmal 30% mehr Effizienz auf den Geraden rauszuholen. All das wird natürlich von unserem Auto irgendwie auch an den Boden übertragen werden müssen. Da kommt unser Suspension-Modul daher. Mit ihrem Standout-Feature quasi sozusagen den in-house produzierten Out-of-Autoclave Carbon-hohlen Querlenkern, die einen verschwindend geringen gleich gut sind wie im Autoclave. So. Wir haben sehr viel Entwicklungszeit in die Felge gesteckt. Optisch sieht man das zwar nicht, allerdings ist sie nochmal 10% leichter und um einiges steifer und fester als letztes Jahr, wo es ein paar Probleme gegeben hat. Zusammen mit unserem Radträger-Package, das ein bisschen überarbeitet worden ist, um eine höhere Lebensdauer durch neue Radlager zu bekommen. Genau. No, jetzt geht's. Genau, über den Motor können wir dann ungefähr in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen mit dem Edge 13. Mit dem Edge 14 wissen wir es nicht. Ich hoffe, dass es schneller geht. Wir behalten, aber dadurch, dass das überhaupt funktioniert, brauchen wir natürlich ein elektrisches System dahinter, das sehr zuversichtlich ist und sind darauf bei der bewährten Methode geblieben, mit den IGBT-Inverter zu fahren, einfach weil sie bei uns sehr gut durchgetestet sind. Haben den Carbon letztes Jahr probiert mit Concentric Twisted Aufbau. Wir haben da gemerkt, wir haben einfach keine Kabelbrüche mehr gehabt in unserem Auto, sind somit auch da bei dem Konzept geblieben und haben durch Wegrationierung von ein paar Sensoren, die wir eigentlich nur am Testplatz brauchen, die auch dann wieder im Testplatz reingebaut werden, aber nicht während dem performanten Fahren am Auto sein müssen, haben wir einfach wegrationiert und sind dadurch auf 110 Meter Low-Voltage-Kabel gekommen und ungefähr 11 Meter High-Voltage-Kabel, was eigentlich eine Reduktion vom letzten Jahr ist. Wo sich am meisten getan hat, wo wir auch letztes Jahr ein paar Probleme gehabt haben, war unser HV-Akku. Wie man da sieht, letztes Jahr war es das ist jetzt ein 2-Stacks vom letzten Jahr, also wir haben die Probleme gehabt, dass wir viele kleine elektrische Bauteile da baut gehabt haben und wir nicht mit der Wartung nachgekommen sind. Somit haben wir gesagt, okay, wir verbinden da ein paar Stacks miteinander und somit sind wir da auf eine Reduktion von Bauteilen gekommen und wir erhoffen uns dadurch einfach mehr, also erstens wartungsarmer zu sein und auch mehr Performance rauszuziehen.
Wie wollen wir das schaffen? Wir haben eine Akkukonfiguration von 150S 2P, das entspricht ungefähr 630 Volt und einen Innenwiderstand von ungefähr 135 Milliohm. Da bitte jetzt noch nicht ganz genau drauf schauen, wir haben noch nicht alle Zellen durchgemessen, also es könnte auch sein, dass das 140 Milliohm sein, also das ist jetzt ein Mittelwert, was wir bis jetzt aus den Messungen haben. Und wir kommen auf ungefähr 45 Kilo, was leider eine leichte Ansteigung ist vom letzten Jahr, aber das ist einfach den Grund geschuldet, dass wir 10 Zellen mehr haben als letztes Jahr. Genau, wenn Sie noch mehr vom Technischen erfahren wollen, wir sind nachher, stehen ein paar Mitglieder, natürlich alle Mitglieder zur Verfügung und ich darf an dich, Marco, wieder geben, dass du dann uns loslässt. Ja. Danke. Danke, Markus, danke, Peter, für die Präsentation. So, es ist geschafft. Mein Job hier ist beinahe erledigt. Das Rollout des H14 ist aber noch lange nicht vorbei. Sie haben es gehört, der Markus hat es gesagt. Kommen Sie gerne noch nach vorne, schauen Sie sich den H14 von der Nähe an. Wir erklären Ihnen gerne alles. Das ist aber nicht das Einzige, was es hier noch zu tun gibt. Sie können sich sehr gerne noch von unserem Buffet hinten etwas zum Essen holen, das uns dankenswerterweise von den österreichischen Mensen zur Verfügung gestellt wurde. Wenn Sie Durst haben oder generell Ihnen zu warm ist, können Sie sich an unserer Bar noch ein erfrischendes Getränk holen. Für alle, die noch ein bisschen Action wollen, steht dort drüben ein Rennsimulator, auf dem Sie in einem Formel-1-Auto fahren können, zumindest simuliert. Dieser Simulator wurde uns von Red Bull zur Verfügung gestellt und wir freuen uns wirklich auf sehr viel Spaß mit dem. Da drüben sehen Sie es schon und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Sie können heute ganz viele Erinnerungen mit nach Hause nehmen und ich lasse niemanden von diesem Raum hier gehen, der nicht mindestens einen solchen Fotostreifen von unserer Fotobox mitgenommen hat, die uns in Kooperation mit unserem langjährigen Platin-Sponsor FS Consulting hier zur Verfügung gestellt wurde. Ja, für alle, die morgen nicht früh aufstehen müssen, läuft hier dann ab ungefähr 22 Uhr im To The Sky noch die Afterparty des Rollouts. Es wird ein DJ spielen und ein Geheimnis etwas anzuteasern. Es gibt möglicherweise die Chance, noch ein paar Goodies von einem gewissen Kräuterlikörhersteller abzusahnen. Also wenn Sie lang genug bleiben und noch mit uns gebührend dieses Auto feiern wollen, freuen wir uns sehr. Ja, gut. Das war es einmal soweit von mir. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, einfach diese Bühne zu verlassen und ich glaube, ich brauche ein bisschen Ihre Hilfe. Ich werde jetzt dann sagen, es war mir eine Freude und ich werde sagen, vielen Dank, dass Sie da waren und ich werde sagen, viel Spaß noch. Und dann möchte ich, dass Sie mir den größten Applaus geben, den das To The Sky je erlebt hat. Aber... Wenn Sie mir diesen Applaus geben, gehört er nicht nur mir, sondern der gehört genauso allen Mitgliedern von Tyrwin Racing, die heute da sind, die heute nicht da sein können, die an diesem Auto gearbeitet haben und die dafür wirklich der Grund dafür sind, dass wir hier sind. Er gehört auch allen Vertretern, also eigentlich allen Sponsoren, die eigentlich ohne deren Hilfe, ohne deren Unterstützung die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, sinnlos gewesen wäre, weil womit hätten wir gearbeitet? Er gehört auch all unseren Alumni, die das Team aufgebaut haben, die das Wissen gesammelt haben und die uns immer noch beratend und tatkräftig unterstützend zur Verfügung stehen. Sie gehören aber auch, also der Applaus gehört auch allen Freunden und Familien, die unseren Mitgliedern zur Seite gestanden sind, in guten und in schlechten Zeiten, sei es jetzt der Freund, der seit 2 Wochen nur noch um 3 in der Früh nach Hause kommt, weil man in der Halle laminieren muss, oder sei es die Tochter, die dieses Jahr nur, oder die dieses Semester nur 7 ECTS geschafft hat, statt den empfohlenen 30, weil so viel im Team zu tun gewesen war. Sie sind uns immer zur Seite gestanden und ohne diese Unterstützung hätten wir das niemals geschafft.
Ja, wie gesagt, es war mir eine Freude. Ich bedanke mich vielmals bei allen, die heute hier sind und auch allen, die live im Stream dabei sind. Und ja, ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Rollout des Edge 14 noch.